in Kathis Kosmos. Hallo ihr Lieben! Ja, ihr habt bestimmt schon festgestellt, dass das mit den Videos in der Zeit, wo ich weg bin, nicht ganz so gut funktioniert hat. Aber jetzt sind die 6 Wochen auch endlich rum. Ich bin wieder zurück und werde euch hoffentlich jetzt wieder regelmäßig mit Videos versorgen. Die Videos, die ich vorgedreht habe, die konnte ich leider vor Ort nicht so bearbeiten und auch nicht hochladen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich werde euch die aber in den nächsten Wochen auch immer wieder mit einstreuen, weil das durchaus Themen sind, die auch jetzt noch interessant sind und nicht an Aktualität verloren haben. Und heute melde ich mich zurück mit einem kleinen Griechenland-Beauty-Haul. Ich war ja in Griechenland, wie die meisten von euch wissen oder die mir auch auf Instagram gefolgt sind und habe da meinen Big Fat Greek Summer erlebt. Und ich habe einen kleinen Laden entdeckt dort, einen Kosmetik-Shop. Ich zeige euch mal die Tüte. Dustin Cream heißt das Geschäft. Wobei das, glaube ich, jetzt eher für, jetzt nicht irgendwie in Richtung Staub gehen soll, weil Staub und Creme macht wenig Sinn. Ich glaube, das geht eher so in die Richtung, ja, Aromen, Zerstäuber, so in die Richtung, weil eben, wie gesagt, es da viele Parfums auch gab. Bei den Parfums habe ich nicht zugeschlagen. Ich habe mich bei der Körperpflege hauptsächlich gütlich getan und ich zeige euch ganz schnell, was ich da mitgebracht habe. Ein paar von den Sachen habe ich für mich besorgt, ein paar sind auch als Mitbringsel gedacht. Und ich zeige euch zunächst einmal das, was ich auf alle Fälle für mich behalte. Und zwar habe ich hier, so geil, ein Bananen-Body-Peeling. Und das musste ich natürlich irgendwie haben, weil ich dachte mir, wie geil, Bananen-Peeling habe ich noch nie gehört. Und oh Gott, das ist so unglaublich lecker. Also das ist wirklich sowas, das ist so ganz frische Kosmetik. Das wird einem direkt auch aus so großen Bottichen da abgefüllt und hält jetzt auch nur 2 Monate, weil es mit ganz frischen Zutaten gemacht ist. Muss man auch im Kühlschrank aufbewahren. Und riecht wirklich wie so ein total leckeres Bananensorbet oder so, Bananeneis, keine Ahnung. Da freue ich mich sehr drauf. Werde dann, sobald ich es mal getestet habe, auch berichten oder dann in irgendeinem Aufgebraucht-Video demnächst. Als nächstes eine der Sachen, die vielleicht zum Mitbringsel wird. Und zwar habe ich hier so eine ganz schöne Haarmaske, Vitamin C Haarmaske mit Orangenextrakt und Olivenöl für eben, ja, Repair Active, also halt vor allem für einfach trockenes, kaputtes Haar. Jetzt bin ich eben mal so am Gucken. Ich könnte es natürlich wahrscheinlich selber auch ganz gut gebrauchen, aber ich fand das irgendwie auch vom Tiegel her so hübsch, dass es eigentlich als Mitbringsel ganz gut geeignet ist. Und es ist auch vom Preislichen her, also diese ganzen Sachen, also das ist auch das Bananenpeeling, was ich euch gezeigt habe, das sind alles, die Produkte kosten zwischen 2,50 Euro und 3,50 Euro, also das ist wirklich recht günstig. Und was mich eben so an dieser Marke jetzt angesprochen hat, ist das auch, was man hier bei diesem ganz deutlich sieht, dieses Design mag ich einfach gerne, das hat mich so ein bisschen an Chorus erinnert und ich bin ja großer Chorus-Fan, wie ihr wisst. Und irgendwie fand ich das ganz hübsch. Dann halt auch, ja, natürlich damit auch ein bisschen Griechenland und, ja, wie gesagt, die Wirtschaft dort vor Ort unterstützt und primär im Urlaub auch griechische Produkte gekauft und habe dann eben diesen griechischen Beauty-Shop entdeckt und dachte mir, ja, da muss ich jetzt mal zuschlagen und war, wie gesagt, also für die, für das Packaging schon allein und also ich habe die Sachen natürlich im Laden dann mal ausprobiert und dran gerochen. Langfristig kann ich euch dazu noch nichts sagen. Ich werde es jetzt einfach mal testen dann und werde dann berichten. Aber so für den, auf den ersten Blick und erster Eindruck ist sehr positiv und für den Preis finde ich das total okay. Da kann man eigentlich auch nicht wirklich viel falsch machen. Das ist jetzt so eine kleine Handcreme mit Granatapfelduft und da bin ich noch so am Schwanken. Ich liebe ja Granatapfel total. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das verschenke oder doch für mich selber behalte. Ich muss mal gucken, was ich sonst noch so an Mitbringsel habe und wer alles was bekommt. Und davon ist das so ein bisschen abhängig. Und dann ein letztes, was ich wahrscheinlich, obwohl ich es vom Design her einfach auch total scharf finde, wahrscheinlich verschenken werde. Und zwar ist es hier so ein Honigmelonen-Duschgel. Und das hat mich einfach vom Design primär angesprochen. Ich habe da natürlich auch dran geschnuppert, das riecht auch sehr lecker. Aber das fand ich einfach cool. Das hat irgendwie sowas von so einem kleinen, weiß ich nicht, von so einem Spirituosenfläsche. Ich weiß auch nicht. Irgendwie hat das sowas Cocktailmäßiges. Ich weiß nicht, irgendwie fand ich das witzig. Ja.
Und dann zuletzt hatten die auch Fremdenmarken mit in diesem Geschäft. Also nicht nur diese Dust & Cream Produkte, sondern viel griechische Sachen, aber eben auch andere Marken, unter anderem UMA oder UMA, keine Ahnung, wie ihr es ausspricht. Und auch diese Marke hatten sie vor Ort. Lovely, glaube ich, heißt die. Ist das polnisch oder ungarisch? Helft mir, ich kenne die selber noch nicht, habe die noch nie gesehen. Aber irgendwie fand ich das ganz süß. Und nachdem ich meine Maybelline-Palette, die ich euch ja schon in einem anderen Video mal vorgestellt hatte, verschenkt hatte an eine liebe Freundin da, die hat ihr so gut gefallen, da habe ich sie ihr geschenkt. Und dann habe ich mir gedacht, ah, okay, cool. Da habe ich die entdeckt und dachte, okay, super, die nimmst du gleich mal mit, weil die hat nämlich sage und schreibe nur 3,50 € gekostet. Ich komme noch mal ein Stück näher ran, damit ihr wirklich die Farben auch ganz gut seht. Ich kann euch mal ganz kurz mal hier eine meiner liebsten Farben, dieses satte Braun ganz am Ende, swatche ich euch mal. Die sind jetzt nicht extrem gut pigmentiert. Eher, also das ist wirklich eine Nude-Palette. Die muss man auch, wenn man wirklich so ein intensives Farbergebnis haben will, schon ein paar Mal swatchen. Aber man kann damit ganz tolle, leichte Alltagslooks schminken. Ich bin auch heute damit geschminkt. Ich finde, so für jeden Tag ist die durchaus brauchbar. Die Palette, vor allem für 3,50 € kann man, wie gesagt, auch nicht viel verkehrt machen. Die habe ich mir noch mitgenommen. Mochte ich sehr gern. Und dann habe ich noch einen anderen Beauty-Shop entdeckt. Auch eine griechische Kosmetikmarke, die aus Athen kommt. Und zwar nennt sich die Lovie oder ja, Lovie Cosmetics. Und die hat auch ganz hübsche Produkte. Und da habe ich noch so einen Granatapfel-Scrub mitgenommen. Und da hat mich auch wirklich die Verpackung einfach extrem angesprochen wieder. Entschuldigung. Und was bei der ganz toll ist, die ist parabenfrei. Das ist aber wahrscheinlich ein Produkt, was ich ziemlich sicher verschenken werde. Ich war nämlich eigentlich auf der Suche nach einer griechischen Marke, die gerade in allen Social Media rauf und runter gepostet wird. Und zwar heißt die Messinian Spa oder Messinian Spa. Die habe ich aber nirgendwo gefunden. Und habe aber dafür jede Menge andere nette kleine griechische Beauty-Marken entdeckt, eben unter anderem Lovie und Dust and Cream. Und fand die Sachen irgendwie auch ganz nett. Ja, und das war auch so mein kleiner Griechenland-Beauty-Haul. Wenn ihr Lust habt, kann ich gerne auch einen kleinen Food-Haul noch machen. Sagt mir doch bitte Bescheid, ob euch das interessiert. Dann, da habe ich natürlich auch einiges mitgebracht, von Tees über Kräutern bis Olivenöl. Käse, auch leckere Kekse und ja, alles Mögliche. Wenn ihr also auch einen griechischen Food Hall sehen wollt, dann sagt mir doch gerne Bescheid. Und dann war es das erste Mal heute von mir. Ich melde mich auf alle Fälle in den nächsten Tagen wieder mit einem neuen Video und hoffe, dass ihr mir nicht böse seid, dass ich jetzt sozusagen diesen Urlaub wirklich genutzt habe und abgetaucht bin. Aber nachdem ich, wie gesagt, nicht wirklich was mit meinen Videos da vor Ort anfangen konnte, habe ich mir auch gedacht, okay, dann soll es einfach nicht sein. Dann sollst du dich jetzt einfach wirklich 6 Wochen lang komplett erholen und diesen Urlaub genießen. Und dafür bin ich jetzt wieder voller Elan und voller Lust aufs Video machen für euch da. Freue mich auf euer Feedback. Freue mich, wenn ihr mir nach wie vor treu gewogen seid und dann wünsche ich euch einen tollen Tag. Bis ganz bald. Alles Liebe, eure Kati. Tschüss.